Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Room Total War 2. Es fängt genauso an wie letztes Mal. Ich wollte das einfach zur Tradition werden lassen. Genau, ja, genau. Let's Play Against, beziehungsweise gerade Together. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Epirus Nein, ist zurück. Nein, aber ich bin sicher, du wirst es mir gleich sagen. Ach so, ja, das ist mir schon vorhin aufgefallen. Krass, gell? Mhm. Hat jetzt... Die haben sich außer... Ah, warte, die haben Apollonia wieder. Genau. So weit zurück sind die sogar. Ich glaube, Syrakus... Die haben, glaube ich, den syrischen König platt gemacht, weil der stand nämlich bei mir vor Larisa. Oder? Ah, nee. Nee, der steht daneben. Und die haben Frieden. Also ich glaube, Syrakus hat Epirus befreit. Also das kann man ja auch machen. Aber das kann man? Ja, dass man die Hauptstadt oder die einstige Hauptstadt von jemand übernimmt, der halt schon lange tot ist und die dann befreit. Und dann ist er wieder im Spiel. Mhm. Gut. Forschung abgeschlossen, Rang erhöht. Weg da. Und jetzt werden wir endlich mal wieder einen Kampf sehen. Schlachten! Oh, Ja? Sollen wir trotzdem schlachten? Also es ist erstens ein Hinterhalt und es ist 94%. Dann schlachten wir, glaube ich, nicht. Dann schlachten wir, glaube ich, nicht. Naja, okay, wir schlachten dann irgendwann anders. Aber ich weiß auch nicht, warum die so viele Leute verloren haben. Weil davor waren die wirklich... die waren vorhin Full-Stack-Armee und hatten alle grün, also hatten alles voll. Wahrscheinlich sind die hier durch so eine Düne gegangen und haben alle voll... Hä, wie? Der lebt noch? Warte mal. Nein, ihr seid tot. Nochmal kurz... Der hat nochmal überlebt. So, jetzt hat. Jetzt ist es erledigt. Sklaven unterdrückt. Das ist richtig. So, du musst jetzt. Ja, dich hol ich auch mit nach Süden, weil ich jetzt dann Gerher, oder wie die heißen, einnehmen werde. Also, bis ich da bin, wird, glaube ich, 2 Runden oder so. Passi sein. Und dann werde ich Mazaka auch übernehmen. Warte, schön offiziell, Diplomatie. Kappadokien. Oh, die mögen mich. Und mit denen handel ich. Tja, Pech. Entlastet euch der Diplomatie. Oh Mann, jetzt sagt er, sprecht, mein Freund. Nee, okay, dann noch kein Krieg. Also ich, manchmal, wenn die dann so doof kommen mit so, ja, bla bla bla, ihr seid so doof, dann denke ich mir, okay, dann machen wir halt Krieg. Und wenn man... Okay, dann erstmal richtig eins aufs Maul. Genau. Und auch so mit Plündern und alles. Aber jetzt, wenn er schon so nett kommt, dann... Ja, vertagen wir das mal. Aber der hat Eisen. Ah, der hat Eisen. Das brauche ich schon. Du bist halt schon am Eisen und ich dümpel noch in meinen 3 Städten rum. Nee, ich bin halt noch nicht am Eisen. Also 2 Fullstack-Armeen trennen mich. Und nette Worte trennen mich noch davon. So, dann forsche ich mal die königlichen Ställe. Damit ich ein bisschen Hammer und Amboss mit den Spartanern spielen kann. Upsi. Also ich glaube, ich bin Hammer und Amboss und du bist das Rohstahl dazwischen. Okay, das werden wir sehen. Okay, ich bin auf jeden Fall, glaube ich... Wo wir gerade von netten Worten und miesen Worten so sprachen. Ja, genau. Makedonien hat auch mit Epirus Frieden verhandelt. Okay. Also sind jetzt alle quasi gegen dich. Na toll, Wix. Ah, okay. Also Syrakus hat wirklich Epirus befreit. Also Epirus ist jetzt Klientelkönigtum von ihm. Okay. Genau. Also kannst du denen ruhig auseinandernehmen und ja.
Alter, Rom hat Karthago erobert. Junge, was läuft denn da? Cool, sowas finde ich immer cool. So, Wolfpack, wo bist du? Du bist da. Hansel, du bist da. 212. ist da. 501. ist da oben und hat noch eine Fertigkeit. Das ist wunderbar. Du bekommst noch gar Wonderbear. Und das da. Und ich bin fertig? Fragezeichen? Ausrufezeichen. Gut. Ist der syrische König. Oder? Nee, doch nicht. Lull? Okay. Frieden verhandelt. Epirus und Syrakus. Genau. Aber ihr habt eine neue Technologie, Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft. Wird erforscht. Munition, Rekrutierungsplätze, Rekrutierungskosten. Ah ja, genau, das war das. Okay. Bündnis geschlossen. Epirus und... Was für ein Bündnis? Sieht man nicht. Okay. Bau abgeschlossen. Was habe ich da nochmal gebaut? Ach so, ja, genau. Haushalt. Okay. Sehr gut. Mehr Haushalt für meine Leute ist immer gut. Nahkampfabwehr. Ja, aha. Okay, und Klientel erschaffen. Okay. So. Ich bin jetzt bei minus 1 hier, aber die Gegenspionage hat noch nichts gebracht. Okay. Also es kann halt auch sein, dass der sehr gut ist. Also das braucht manchmal... Also Gegenspionage ist halt auch so, dass du... bis zum gewissen Grad deine Siedlung schützt. Also je nachdem, wie dein Spion eben getrimmt ist. Ja, das Ding ist, mein Spion hat wenig Autorität und halt viel von diesem, was ist das, lila Auge da? List. List, genau. Aber wie gesagt, Autorität ist nicht so gut. Ja, aber passt schon. So. Dann machen wir mal weiter mit Spartan. Warte. Warum habe ich periökische Pikiniere ausbilden lassen einmal? Verschwinde aus meiner Armee. Hast du dich verklickt? Ja, scheint so. So, spartanische Pikiniere. So, 1, 2, 3, 4, euer Rechnen. So, 16 brauche ich gesamt, heißt 8 von beidem. Ah ne, warte. Stimmt gar nicht. Weil der... Hilf mir. Ja, scheißegal. So, so, dann. Ey, diese Provinz muss ich echt dringend unter Kontrolle kriegen, sonst habe ich eine Rebellion in Sparta. Ja, das klingt auch historisch korrekt. Ja, irgendwie schon, aber es wird trotzdem ganz schön ziemlich beschissen. Der, also Knossos hat, in Hirapitna haben die eine Fullstack-Armee. Nur, falls du die Insel erobern willst. Ja, das Problem dabei ist halt, dass die, dass ich dafür im Grunde eine von meinen Armeen wegschicken müsste. Und in Larisa weiß ich nicht, wie dringend ich sie brauche. Ja, ich brauche sowohl in Larisa wie auch in Athen brauche ich die Armeen, um irgendwie öffentliche Ordnung zu halten. Wie sieht's mit Gebäuden aus? Du hast halt da ziemlich viele Militärgebäude, ne? Das ist richtig, ja. Also vielleicht bräuchtest du nur
Vielleicht bräuchtest du gar nicht das Periwirken-Ding. Oder Plänklerlager. Ja, doch, brauche ich, weil sonst, wenn ich das Periöken-Ding wegtue, dann habe ich keine Bogenschütze mehr oder keine Fernkämpfer. Doch, Steinschleuderer hast du dann, oder? Habe ich die Gorgos-Plänklerin dann auch noch? Ja, das weiß ich nicht. Ey, klick mal einen Rechtsklick auf das Pelltasten-Ding. Ermöglicht Einheiten, Bogenschützen, Pelltasten. Ermöglicht Rekrutierung von. Nee, eigentlich brauche ich es echt nicht. Dann mach stattdessen noch mal was Ja, für öffentliche dann Ordnung. reiße ich das ab. Ja. So, gut. Und dann wie stark? Also er hat jetzt hier unten eine Flotte. 7. Und hier hat er eine 16 truppenstarke Armee. Die Streiter des Olymp. Klingt ja dramatisch. Die streiten sich immer. Es ist halt eine Hauptstadt, ne? Nee, ich glaube, da warte ich, bis meine zweite Armee da dazurücken kann, bis ich da Action mache. Okay. Weil das ist was, das will ich lieber safe in der Tasche haben, als dass ich da dann nochmal meine Armee verliere oder so. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das kann ich nicht verstehen. Vor allem, wo ich ja auch schon so viele Truppen und so weiter habe. Tatsächlich habe ich für meine Größe, finde ich, gar nicht so wenig. Ja, also du hast jetzt drei, oder? Nee, zwei. Okay. Aber, also die eine wird jetzt dann bald Fullstack wahrscheinlich. Okay, das Bedürfnis nach Kavallerie. Entweder minus Rekrutierungskosten oder zwei Erfahrungsränge. Da mache ich doch die Erfahrungsränge, weil ich gerade Geld habe. Habe ich mir jetzt irgendwie gedacht, ja. Ja. Krieg erklärt. Das interessiert keinen. Haus erweitert sich. Fraktion vernichtet. Pontos. Echt? Uiuiui. Interessant. Okay, Pontos ist weg. Warte. Wieso kommt das jetzt und nicht in, keine Ahnung, 7 Runden oder so? Weil in 7 Runden will ich meine Kavallerie aufstocken. Ach. Dann stock jetzt deine Kavallerie auf und nicht erst in 7 Runden. Ja, aber dann müsste ich jetzt eine neue Armee aufstellen. Ja, okay, warum nicht? Du bist. Was bist du nochmal? Seleukiden. Ja. Wo ist dein Problem? Was ich irgendwann in diesem Spiel auch noch üben muss, sind auf jeden Fall Seeschlachten. Weil die kann ich gar nicht. Ja, aber also Seeschlachten waren auch mal besser, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich einfach meine Kavallerie, die noch keine Erfahrungspunkte hatte, habe ich einfach aufgelöst. Und ja, neue gebaut. Jetzt kann ich aber nichts mehr mir leisten. Was machst du? Du stiehlst hier mal ein bisschen Brötchen. Stiehl dir Brötchen. Und der hat minus 3, das ist gut. Das heißt, der hungert jetzt. So, das ist auch so ultra overpowered ein bisschen. Aber man kann eine komplette Armee mit der Garnisonsarmee kann man einfach aushungern mit guten Agenten. Ja, So. die Agenten haben sie ja so extrem gebufft. Ja, das ja, finde ich nicht gut.
Ich auch nicht. Oh, was hat er denn auf seinem Schild? Das sieht irgendwie ganz schön hässlich aus. Was ist das? Junge, was malst du auf dein Schild drauf? Ein Truthahn? Nein, es ist eher so eine Art, komischer Tentakel. Es könnte Medusa sein sollen oder so. Ah. In sehr hässlich mit ne, so einem Clownsfressen-Ding wie der Joker und breitem Grinsen und so. Okay. Klingt schon mal sehr interessant. Vielleicht. Ziemlich hässlich. Wohlstand durch Bildung, was? Was? Bildung und Wohlstand? Was? Auch wenn die Schlacht mache ich jetzt. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie es mit meinem Baby aussieht. Oh, schade, ich habe eine Tochter bekommen und keinen Sohn. Naja. Oh, er ist 6 mittlerweile. Aeson ist 6. Ja, meine ist gerade 7. Wollen wir heiraten? Und los. Ja. Lul. Ich hab. Warte, wie viel habe ich? 86% Einfluss. Herr Schmarrn. Ah, verdammt. Das war dämlich. Forschungsrate, öffentliche Ordnung pro Runde alle Provinzen, Steuersatz, Moral für alle Landeinheiten. Ziemlich gut. Du bist dran. Schon wieder. Ja, ich habe gerade nicht viel zu tun. Ah, sehr gut. Okay, meine, also, Ding ist jetzt auf 0. Das Ding ist eigentlich, hat sich da wenig durch die Einheiten verändert, die ich rekrutiert habe, sondern eher was, also gut, ich hatte auch nur 2 Einheiten rekrutiert, aber... Ja, aber dadurch erhöht sich auch nicht die öffentliche Wohlstand durch lokalen Handel. Hellenischer kultureller Einfluss. Nee, ich glaube, ich nehme das da. Weil das allgemein ziemlich gut ist für öffentliche Ordnungsförderung. So. Du hast da mittlerweile deine Fullstack stehen in Pella. Mal gucken, wenn du mich angreifst. Bin ich vielleicht dabei, dagegen vorzugehen. Ich glaube aber, ich werde nicht noch mehr Truppen in diese Armee schicken. Ich überlege gerade eher, sie wieder rauszuschmeißen, damit ich mehr Einnahmen habe. Wieder, weil das... Also ich meine, im Grunde ist es gerade ein Aussitzen zwischen mir und Makedonien. Wir sitzen beide so lange aus, bis wir stark genug sind. Und ich brauche erstmal Geld und Sicherheit in meiner eigenen Provinz. Bevor hier irgendwie groß Action gemacht wird. Aber ich meine, ich könnte auch auf maximales Risiko gehen und Wo steht denn Syrakus und Epirus mit ihrer Armee? Syrakus und Epirus sehe ich beide nicht. Okay. Also Syrakus ist wahrscheinlich irgendwo hinten bei Epidamnos, beziehungsweise schippern gerade wie... Ah, nee. Warte, nee, du bist... Ah doch, hier, Syrakus. Syrakus steht mit einer Flotte vor meiner Grenze. Beziehungsweise hier links von Sparta, von dieser Halbinsel oder was es ist. Okay. Und Epirus sehe ich nicht. Okay, also es wäre halt dann noch eine Überlegung, Apollonia einzunehmen. Weil dann hast du Wein und hast mehr Handel. Das Ding ist, so weit komme ich aktuell nicht. Dafür müsste ich die Station hier in Larissa aufgeben. Dabei habe ich echt ein schlechtes Gewissen wegen Makedonien. Aber innerhalb von einer Runde kommt er nicht von Pella nach Larissa. Doch. Ja? Ja, ich komme auch ohne Gewaltmarsch oder so bis zu ihm. Ups. Dann würde ich deine zweite Armee von Athenae würde ich dann nach Larissa machen
Oder schick erstmal einen Spion nach Apollonia und schau, wie es da aussieht. Ob da eine Armee ist oder so. Ja, ich schau mal kurz, wie das ausschaut mit öffentlicher Ordnung, was da jetzt mittlerweile. Instabilität der Provinz. Sklaven, Steuern, Gebäude. Gut. Ja, das Ding ist, eine Armee jetzt aus Athen raus beordern kann ich nicht. Ich musste mit so lange warten, bis hier mein Gebäude für öffentliche Ordnung fertig ist. Mhm. Okay. Weil vorher bricht mir hier, wenn ich den abziehe aus Ding, sind wir bei -7. Mhm. Okay. Und das, obwohl hier eine Spionin und ein Held stationiert sind. Ach so, aber der macht gar nichts, der Held. Ah! Jetzt sind wir bei +3. Angenehm. Ja, der Held macht ja gar nichts. So, und sie macht auch keine Gegenspionage oder was? Es erklärt natürlich beides einiges. Okay, aber dann habe ich jetzt zumindest schon mal positives Ding. Und ich glaube, ich schmeiß echt wieder Truppen raus, weil ich brauche Geld. Schau mal, ob du Handelspartner bekommst. Ah ja, stimmt. Ich habe ja noch sowas wie Diplomatie. Ja. Ja, die mögen mich halt alle nicht, ne? Ja, aber dadurch, dass du jetzt einen Hafen hast, kannst du halt wirklich Geld rein also kriegen. Also ich bekomme 2000 durch Handel. Ja, Handelsabkommen. Wahrscheinlichkeit niedrig. Wie sieht's aus mit einem Nicht-Angriffspakt? Ja, das Ding ist, du hast... Nein, was mache ich denn gerade die ganze Zeit? Das Ding ist... Okay, sind auch nicht interessiert an Nicht-Angriffspakt. Das Ding ist, du hast halt viele verschiedene Ware, weißt du? Ja, du hast Marmor, ja. Ja, aber halt auch nur das eine. Ja, deswegen meinte ich, dass Apollonia ziemlich interessant für dich wäre, wegen dem Wein da auch. Ja, genau. Ich könnte auch mit Epirus handeln. So lange, bis ich sie dann kaputt mache. Nicht-Angriffspakt. Okay, ist denen alles scheißegal. Bei beidem niedrig. Mit denen kann ich nicht handeln. Mit Makedonien bin ich im Krieg. Rhodos mag mich. Handelsabkommen niedrig. Dann mach zuerst Nicht-Angriffspakt. Nicht-Angriffspakt. Wenn ich beides gleichzeitig nehme, ist moderat. Dann probier mal. Machen wir mal Nicht-Angriffspakt. Nicht-Angriffspakt mit Pergamon ist angenommen. Und wie sieht's jetzt aus mit einem ich krieg die ganze Zeit auf Handelsabkommen brechen. Achso, dann hast du schon mit denen. Nein, Handelsabkommen brechen mit, also mit irgendwem anders. Achso, okay. Ah, okay. Handelsabkommen mit Pergamon. Wunderbar. Super. Funktioniert. Dann Rhodos. Rhodos mag mich jetzt ein bisschen weniger. Ja, weil die Erwählten, okay. Die sind ja im Krieg mit Pergamon. Ja, genau. So, Handelsabkommen. Handelsabkommen abgelehnt. Und nicht Angriffspakt? Haben sie angenommen. Okay, dann warte noch ein, zwei Runden, dann nehmen sie den auch an. Jo. So, dann gucken wir mal eben. Tridingstala. Nicht-Angriffspakt niedrig.
Ach so, die sind, was sind die defensive Verbündete von Makedonien? Die sind im Krieg mit Makedonien. Vielleicht mögen die irgendwas. Nicht-Angriffspakt akzeptiert. Handelsabkommen niedrig. Nö, okay. So. Dabei mögen die mich sogar. Mit Ägypten kann ich nicht handeln. Und Syrakus mag sehr wahrscheinlich nicht mit mir handeln. Habe ich mit denen irgendein Problem? Nö, eigentlich nicht. Okay, nee, die mögen mich wirklich gar nicht. So, ich frag mich, wenn man mit Athen spielen würde, ob dann die Diplomatie automatisch besser wäre. Nicht automatisch, aber man kann halt von Anfang an daran arbeiten. Und das Ja, ist genau. halt, ja. Okay, dann bist du gleich wieder dran. Rom. Nice. Makedonien. Was wollen die von Ja, dir? für 1900 ein Friedensabkommen. Jetzt ist halt die Überlegung, wenn die wirklich Frieden wollen, also so teuer wie möglich verkaufen und dann könntest du dich auf Apollonia stürzen, also Epirus, Ja, und genau. dann auch noch nach Knossos. Heißt, warte, ich probiere mal, wenn ich Zahlung 1900 wegmache Und mehr. Ich will und mehr. näher gehe, machen wir mal 1500. Moderat. Soll ich probieren? Wie viel? Oder warte, ich 1000, 2500, warte, ich probiere mal noch ein bisschen, ich probiere mal mit 3000. Ja. Immer noch moderat. Dreitausendfünfhundert schätze ich, dann wird's aber niedrig. Nee, immer noch moderat. Okay, dann sind 3000 eigentlich schon mal safe. 4000. Niedrig. Okay. Also, soll ich mit 3500 oder mit 3000 probieren? Er macht 3500. So, 3500. Er sagt jetzt 2660. Dann macht 3000. Also unter 3000 würde ich nicht. Wenn er 3000 annimmt, dann Ja, warte. kannst du dich auf andere Das konzentrieren. Ding ist, was war es gerade? 2660. Das ist so eine komische Zahl. So als wäre es halt Maximum, ne? Ja, stimmt schon, ja. Ah, ne, 3000 ging. Okay. Seid ihr jetzt Frieden? Cool. Heißt, Okay. ich habe jetzt gar keinen Krieg mehr. Ja, das heißt Epiros goodbye. Genau. Das Ding ist, Epirus sind halt wie Verbündete von Makedonien. Ja, aber dann, wenn, dann bricht er und das ist ja egal für dich. Ja, genau. Nee, aber ich meine, dann kommt er im Zweifelsfall, könnte es auch sein, dass er dann wieder den Krieg fordert. Oder Ja, Krieg erklärt oder ja. so. Aber das wäre dann auch sowas, wo ich dann sagen würde, okay, du Ja, hast, schön, dass du mir vorhin noch Geld gegeben genau. hast. 3000 für einen Arsch, okay. Frieden verhandeln, Sparta und Makedonien, was? Natürlicher Tod, oh nein, General, nein. Achso, das war ein anderer. Gut. Was? Erlass annulliert Syria. Warte mal. Und, wieso? Hä? Wieso wurde der annulliert? Oh, der Rückgang des Imperiums eurer Fraktion hat das Abschwächen eurer Autorität zur Folge. Hä? Aber warum?
Dann mache ich mal Loyalität sichern. Loyalität sichern. Okay, die jüdische Familie ist ein bisschen gewachsen. Gut. Ah, warum? Naja, egal. Gut, wir sind schon wieder fertig. Ist dem so. Dem ist so. Genau, deswegen würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis denn.